Genau. Restaurant 0, Jena. Andreas, was bietest du Schönes? Ja, heute haben wir natürlich Ente, Bauernente. Und ich trinke das jetzt mal in zwei schöne Portionen für Sie beiden. Mit Klößen, mit Spitzkohlgemüse und natürlich mit Rotkohl. So. Wie hat es dich ja nach Jena verschlagen? Du kommst ja eigentlich aus dem Raum Gronau. Gronau-Münsterland komme ich. Aus Münsterland. Und ich habe dann meine Station gehabt in Aachen, Dortmund und natürlich auch in Münster, die Stadt selber. Und dann bin ich nach Weimar und dann in Jena durch meine damalige Liebe. Ja, und da haben wir eine Gaststätte gekauft und das ist die neue. Und die haben wir jetzt seit ziemlich genau 20 Jahren. Wie bereitet man die Ente zu? Das ist gar nicht so schwer. Man muss sie nur von außen, von innen würzen, füllen und dann einfach in den Ofen schieben. Man wendet sie nur einmal, weil man sie einmal auf den Bauch gart und dann hinterher nach oben dreht und den Rest zu Ende gart. Und dann hat man eigentlich eine Ente. Eine Ente ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Sondern das heißt auch sehr feinfaseriges Fleisch hat. Kunst und Kultur werden bei euch in der Neu großgeschrieben. Wie kommt das? Ja, das haben wir Günter Karl zu verdanken und natürlich auch den Vorbesitzer, weil die sich schon als große Kulturfreunde sich zusammengetan haben, schon zu DDR-Zeiten und haben hier die eigene Kultur auch gefördert auch. Und wir führen es einfach nur weiter. Insider sagen, du kennst auch Udo Lindenberg. Ja, natürlich. Wer kennt ihn nicht? Ja. Ja, erstmal, weil er natürlich ein bisschen aus meiner Heimat kommt und weil er sich auch mittlerweile mit der Musik auch meinen Geschmack angenähert hat. Das ist sehr nett von ihm. So, ich denke, dann starten Sie mal. Das ist jetzt Ende. Wie soll man die bezeichnen? Wie heißt die denn? Ja, wir nennen sie Bauernente, weil sie natürlich hier aus dem heimischen Hof kommt. Eine Fleischente. Reisen und Speisen in Jena. Was gibt es noch zu empfehlen? Ja, also wir haben natürlich viele Nachbarn, die sich alle sehr viel Mühe geben. Und, aber so ein Urhaus ist natürlich der Rote Hirsch und natürlich auch der Schwarze Bär. Das sind steinalte Häuser, die schon zu Luthers Zeiten und schon aktuell waren. Was aß man denn zu Luthers Zeiten? Ja, das weiß ich nicht so mehr genau, was der Luther da gegessen hat, aber ich denke mal, das sind natürlich viele solche Backofengerichte und alles, was man ja früher aus praktischen Gründen ja auch so herstellen konnte.